Morgen nach dem Überfall fühlte ich mich trotz meiner blauen Flecke frisch und ausgeruht. Ich beobachtete, wie es langsam hell wurde und hatte genügend Zeit, meine Situation gründlich zu überdenken. Der ganze Ärger hatte damit angefangen, dass ich Albrecht Wieler im Hof des Pressehauses fand. Er hatte 3 Kugeln im Kopf und war tot. Tot wie ein Küchenschrank. Ja, und ehe wir uns versahen, steckten mein Kollege Barkmann und ich bis zum Hals in der Sache drin. Wir standen unter Mordverdacht, aber wir hielten nicht still. Wir machten Ermittlungen auf eigene Faust. Unsere Bemühungen schienen jedoch einigen Leuten auf die Nerven zu gehen. 2 Männer warteten im Hausflur auf mich. Bevor ich sie erkennen konnte, lag ich zusammengeschlagen am Boden. Ja, ich komme ja schon. Du wolltest doch gestern Abend kommen. Oh, weia, Mann, wie siehst denn du aus? Wem verdankst du das? Los, leg dich wieder hin. Ich mach schon das Frühstück. Wo hast du eigentlich gestern Abend gesteckt? Na, ich hab genug zu tun gehabt. Mitten in der Nacht? Du machst mir Spaß. Ich bin auf dem Postamt gewesen. Postamt? Ich hab versucht rauszukriegen, an wen Albrecht wieder den Brief geschickt hat. Jeden Sortierer habe ich gefragt. Ist doch idiotisch. Na, wieso? Wäre doch möglich gewesen, dass sich einer erinnert. Was war mit Wielers Wirtin? Weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, was mit den Zeitungen ist. Aber was ist eigentlich mit dir los? Nee. Ja? Können Sie es helfen? Ja. Sie haben gemerkt, was dabei rauskommt, wenn man seine Nase überall reinsteckt. Lassen Sie jetzt gefälligst die Finger davon, ne? Das nächste Mal stehen Sie nicht mehr auf. Hallo! 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 Wer war das? Mein Freund, der liebe Mensch. Was, wer? Ja, der mich gestern Abend zusammengedroschen hat, ja? Na, wer es ist, weiß ich nicht. Sag dir doch, es war zu dunkel. Ja, jedenfalls scheinen jemanden auf den Wecker zu fallen. Junge, Junge. Die Sache fängt an, massiv zu werden. Ja. Vielen Dank. Du, Moment mal. Komm. Hör mit. Gib was seine Stimme auf. Ja, Wernicke. Wer ist dort? Hier ist Wernicke. Na? Wie fandst du seine Stimme? Frisch? Nee, der hat noch halb gepennt. Ja. Finde ich auch. Na ja. Hat er eben nicht telefoniert. Tja. Schade. Mir so gut in meine Kombination gepasst. Was machen wir jetzt? Jetzt? Frühstücken. Sag mal, was starrst du mich eigentlich immer so an? Bin ich so komisch? Tja, du warst ja nie besonders hübsch, aber heute... Komm, schenk es dir. Sag mal, würdest du den Burschen wiedererkennen? Die Burschen? Waren 2. Ich meine, irgendwas musst du doch gesehen haben. Habe ich aber nicht. Wie oft soll ich dir sagen, dass es zu dunkel war? Aber den einen, du, den habe ich erwischt. Zack. Mitten in der Visage. Einer im Laden. Mach auf. Ah, Sie sind das. Kommen Sie rein. Je früher der Morgen, umso mehr Gold im Mund. Heinz, wir kriegen lieben Besuch. Guten Morgen. Es tut mir leid, dass ich Sie so früh störe. Macht nichts, Herr Kommissar. Sie wissen doch, ich sehe Sie immer gerne. Nehmen Sie Platz.
Glas Milch? Ja, danke. Sie auch? Hat Ihr Herr Satellit auch menschliche Eigenschaften? Wenige. Wollen Sie sehen, wie es uns geht? Ja, das auch. Und was sonst noch? Eigentlich bin ich gekommen, um Sie, ja sagen wir, um Sie zu bitten, in der nächsten Zeit nicht zu verreisen. Mich? Mich? Beide. Das heißt, wir stehen unter Polizeiaufsicht? Wir haben alle Personen, die mit dem Mord in Verbindung gebracht werden könnten, überprüft. Alle hatten ein Alibi. Bis auf zwei. Sie beide. Dann haben Sie vielleicht einen zu wenig überprüft. Möglich. Aber das wollte ich Ihnen nur sagen. Ist recht nett von Ihnen. Kommen Sie bald mal wieder. Und vielen Dank für die Milch. Bitte, bitte. Hoffentlich hat sie Ihnen gemundet. Auf Wiedersehen. Ich habe dreimal abgeschlossen, aber ich glaube, die sehen wir bald wieder. Pass auf. Du bleibst hier am Telefon, damit ich dich jederzeit erreichen kann. Was hast du vor? Ich sehe mir mal Wernicke an. Ich glaube, aus denen können wir noch ein ganzes Stück rauskriegen. Hoffentlich hast du Glück. Tag, Marianne. Tag. Noch geschlafen? Nein, ich wollte sowieso aufstehen. Oh, sieh dich bloß nicht hier um, du. Sieht ja wieder mal furchtbar aus. Mach nichts. Ja, ist ja gestern auch wieder ziemlich spät geworden. Gestern, nein, danke. Deswegen komme ich ja. Du hast mir was von Albrecht Wieler erzählt, aber ich hab's nicht genau mitbekommen. Ein Köpfchen. Geht's dir heute besser? Ja, ist wieder alles in Ordnung. Schnäppchen? Vielen Dank. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich wollte nur... Ich meine, du hast mir gestern Abend erzählt, dass Albrecht Wieler am Tage, als es passiert ist, so still war. Ach, der war überhaupt die ganze Woche so sonderbar. Wieso sonderbar? Er war gereizt und nervös. Warum? Ich weiß nicht. Alles hat ihn geärgert. Hat er Angst gehabt? Nein, das habe ich nicht bemerkt. Hat er sich mit jemand getroffen? Oder jemand geschrieben oder telefoniert? Oh Gott, natürlich hat er telefoniert. Das heißt, einmal hat er solch so einen komischen Satz am Telefon gesagt. Was für ein Satz? Als ich an mein Zimmer kam, da sagte er gerade, das nächste Mal packe ich aus, ich mache das nicht mehr mit. Oder so ähnlich. Mit wem hat er telefoniert? Er hat mich gleich rausgeschickt. Packe ich alles aus. Da muss er doch was gewusst haben. Hat er nie mit dir über die Sache gesprochen? Nie. Tja, du musst doch gemerkt haben, dass etwas nicht in Ordnung war. Ja, natürlich. Habe ich ihn gefragt nach dem Gespräch, was los ist, aber er ist ja gleich wütend geworden und habe ich sie verbleiben lassen. Tja. Na gut. Verzeih mir, dass ich dich so früh geweckt habe. Oh, das macht nichts. Heinz, soll ich dir eine Tasse Kaffee kochen? Vielen Dank, Maria. Heinz. Ja. Ich habe heute Nacht über uns nachgedacht. Ah. Über dich und Albrecht und mich. Ich habe ziemlich viel Fehler gemacht. Ach, das ist schon so lange her. Vergiss es. Ich würde jetzt aber vieles anders machen. Ja. Das geht aber nie. Nie? Mm-mm. Wiedersehen. Baby.
Sie sind sehr leichtsinnig. An Ihrer Stelle würde ich den Zinsschlüssel nicht stecken lassen. Ach, Sie. Hätte ich mir denken können. Was erwarten Sie eigentlich davon, dass Sie mich beobachten? Beobachten? Kein Mensch beobachtet Sie. Nein? Also, was wollen Sie? Wollte Sie fragen, mit wem Sie Ärger gehabt haben? Mit meiner Freundin. Tolle Wurfnummer beim Zirkus. So. Ja. Ich möchte Ihnen guten Rat geben. Brauch keinen Rat. Ich tue es trotzdem. Sie spielen Sherlock Holmes Helden. Machen Sie Schluss damit. Das bringt nur Ärger. Für wen? Für Sie. So. Nehmen wir mal an. Sie gehen mal so langsam auf die Nerven mit Ihren Nehmen wir einmal an, dass Sie es nicht gewesen sind. Dann können Sie auch in aller Ruhe abwarten, bis der Mörder gefunden ist. Wenn er gefunden wird. Versuchen Sie es mal. Sie kriegen dafür bezahlt. Ja, 412 Mark und 76 Pfennig abzüglich Steuern. Überlegen Sie sich das nochmal. Wiedersehen. Hoffentlich nicht so bald. Schönen Gruß an Ihre Wurfnummer. Ich werde es bestellen. Der Alte hat mich gestern Abend ganz schön fertig gemacht. Weil ich mich nicht gesehen habe. Du warst doch gestern Nacht in der Garage. Tut mir leid. Ach, macht nichts. Aber was ist denn los? Hat das alles was mit Albrechts Tod zu tun? Ja. Ich wollte dich was fragen. Nee, lass mich aus dem Spiel, du. Nur das eine Mal. Na bitte. Waren Wieler und Wernicke eng bekannt? Na, das kann man wohl sagen. Eine Zeit lang haben sie dauernd zusammengehockt. War ein richtiges Kleeblatt. Wieso ein Kleeblatt? Da war noch ein Dritter dabei. Ja, ein Dritter? Und so ein Kameltreiber. Wächter oder so ähnlich heißt er. Der hat hier gearbeitet. Als Autoschloss. Wächter? Wächter. Ja, wo finde ich denn diesen Kerl? Schräg gegenüber hat er eine Werkstatt aufgemacht. Mit Wernicke zusammen. Mhm. Die haben Dusel gehabt, Mensch. Er, Albrecht und Wernicke haben gewettet und schwer gewonnen. Du, das kann nicht stimmen. Wieler hat nie gewettet. Mhm. Wann war das? Vor einem Jahr etwa. Wernicke und Wächter haben dann die Werkstatt aufgemacht. Und Albrecht hat sich den dicken Ami-Wagen gekauft. So, das ist ja sehr interessant. Und sieh noch mal das Öl nach, ja? Mach ich. Du darfst nicht denken, dass ich vor dem Alten Angst habe, aber... Na, schon in Ordnung. Hast mir ganz gut geholfen. Hol mir den Wagen nachher ab. Dankeschön. Können Sie mir sagen, wo ich einen Wächter finde? Da in dem Glaskasten. Danke. Ja, bitte. Sind Sie Herr Wächter? Ja. Ich bin von der Zeitung. Mein Name ist Helten. Helten? Aha. Helten. Kennen Sie mich? Nein, natürlich nicht. Ich wollte Sie was über Albrecht Wieler fragen. Mich? Mhm. Herr Wernicke sagte mir, Sie wären eng befreundet gewesen. Aber nein, ich habe ihn nur flüchtig gekannt. Ach, nur flüchtig? Ja, nur flüchtig. Ich kann Ihnen gar nichts sagen. Aber Sie haben doch mit ihm gewettet. Mit ihm und Wernicke. Das ist lange her. Ich habe ihn eine Ewigkeit nicht gesehen. Schade. Schade. Haben Sie sich verletzt? Bitte? Ob Sie sich verletzt haben? Ja, ein bisschen. Gestern Mittag. War es nicht gestern Nacht?
Nein, gestern Mittag. Wirklich? Was soll das? Nur so. Entschuldigen Sie, dass ich Sie gestört habe. Aber Wernicke meinte, Sie könnten mir eine Menge über Wieler erzählen. Auf Wiedersehen, Herr Wächter. Kann ich Ihnen was helfen? Ja, wem gehört denn der Wagen? Einem Kunden. Er soll verkauft werden. Ich dachte, ich hätte ihn gestern in der Stadt gesehen. Schon möglich. Der Chef fährt ihn manchmal. So. Wie teuer ist er denn? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Da müssen Sie den Chef fragen. Tja, vielen Dank erstmal. Werden mir wenig unheimlich. Was haben Sie denn jetzt schon wieder angestellt, was? Mir ist eine Schreibmaschine am Kopf gefallen. Aha, sicherlich beim Arbeiten, was? Sagen Sie, Sie stellen doch Ihren Wagen bei Wernicke ab. Ja, warum? Die Hintertür von der Garage, ist die nachts abgeschlossen? Manchmal ja. Also nicht immer. Was meinen Sie damit? Ich meine gar nichts. Ich weiß nur, dass der Täter drei Fluchtwege hatte. Die Hintertür von der Garage oder die vom Pressehaus oder den Torweg. Wenn Sie zuhören, ich will Ihren kriminalistischen Eifer nicht stören, aber sehe ich Sie trotzdem heute Abend auf der Redaktion? Natürlich bin ich da. Das würde mich unendlich glücklich machen. Kommt ja unser Sorgenkind. Was Neues in der Mordgeschichte? Viel. Nicht sehr aufregend. Na, alter Massenmörder, haben sich laufen lassen. Verschwinde. Ciao. Na, wie geht's dir, Mona? Du siehst doch, ich bringe mich mit Harrys Buletten um. Ich hab dich auch schon mal fröhlicher gesehen. Ich muss verrückt gewesen sein, als ich Fotografin geworden bin. Nichts passiert. Alles ist ruhig. Die Staatsmänner werden uralt und die Verbrecher haben Urlaub. Da mach mal was. Trag's mit Wasser. Da, sieh dir das an. Einen für Mama, einen für Papa, einen für die Schwester Mathilde. Kein Mensch weiß, wer sie ist. Wenn sie stirbt, wird es keiner merken. Dabei könnte sie aufs Titelblatt, wenn sie sich nur bei einigermaßen Lichtverhältnissen im Grunewald umbringen lassen würde. Verlangst ein bisschen viel von deiner Mitmenschen. Oder was ist mit dir? Wie wär's, wenn du die Sache mit Albrecht gestehen würdest und dich vorher bei mir fotografieren lässt? Aber dann bitte nur in Farbe. Was hast du mit deinen Augen gemacht? Ja, ich bin im Funkturm gelaufen. Der ist umgefallen, es gab 384 Tote und jetzt bring mir ein paar kalte Buletten. Guten Appetit. Oh, danke.
Hallo, hallo, hallo. Ich dachte, du kannst Tabis nicht leiden. Ich kann auch ganz andere Leute nicht leiden. Hm. Da habe ich aber Glück gehabt, dass ich nicht dabei bin. Heinz? Ja? Gerade dich meine ich. Mich? Wieso? Was habe ich denn verbrochen? Hat sie dich geschlagen? Wer? Die Dame, die nachts dein Telefon bewacht. Ach, Herr Helden ist leider nicht zu Hause, man muss jeden Augenblick kommen. Moment mal, Anne, lass mir dir erklären. Ich meine, die Sache verhält sich ganz anders, wirklich. Will dir überhaupt keine Vorschriften machen. Von mir aus kannst du sämtliche amerikanischen Frauenrechtlerinnen nachts bei dir aufmarschieren lassen. Aber spiel mir bitte kein Theater vor. Bitte, Anne, hör mir doch zu. Nein, nein, ich habe ja nichts dagegen. Du hast natürlich Angst, nachts allein zu sein. Hör doch endlich auf. Es war doch nur Marianne Behnken. Es war doch nur Marianne Behnken? Ja. Auch das noch. Nichts, auch das noch. Sie wollte mir bloß erste Hilfe helfen. Das Bedürfnis scheint sie aber sehr oft zu haben. Die ganze Redaktion hat sie rebellisch gemacht. Sie wollte dich unbedingt sehen. Warum? Das kann ich dir auch nicht sagen. Als sie nämlich zum 10. Mal die Leitung blockierte, Sklaven kam die Geduld gerissen. Er hat mir den Hörer aus der Hand genommen und ihr ein paar sehr freundliche Worte gesagt. Und da hat sie endlich gemerkt, dass ich dich nicht vor ihr verstecke. Hm. Wann war denn das? Vorhin. Gib's ein. Ich sehe dich nachher noch. Lass dir ruhig Zeit. Nichts essen? Nein, trinken. Wie immer? Nein, Whisky vierfach. Oh. Du bist es. Was machst du hier? Komm mit. Das erzähl ich dir später. Warum versteckst du dich? Wir müssen hier weg, so schnell wie möglich. Es ist was Furchtbares passiert. Marianne ist tot. Was? Sie ist tot. Ermordet. Verstehst du, wir müssen hier weg. Lass mich los. Wenn sie uns hier finden, wird uns kein Mensch glauben, dass wir es nicht gewesen sind. Lass mich los. Komm, ich sag, es ist verrückt, hier zu bleiben. Sie werden sagen, wir sind es gewesen. Geh raus jetzt. Komm hier raus. Wie kommst denn du hierher? Wie du hierher kommst, möchte ich wissen. Marianne hat andauernd angerufen. Wo warst du denn? Sie wollte dich sprechen. Es war sehr wichtig. Ich konnte dich nicht erwischen, dann bin ich selber gefahren. Na und? Weiter? Nichts weiter. Ich bin hergekommen, hab das hier vorgefunden. Ich weiß nicht, was mit mir los war. Ich habe plötzlich den Kopf verloren. Ich bin rausgelaufen, ich wollte ja weg. Aber dann bist du gekommen. Wenn ich Marianne nicht in die Geschichte reingezogen hätte, dann wäre das nicht passiert. Ach Mensch, das hatte doch nichts mit uns zu tun. Da
Wir hätten sie zu einem von uns nehmen sollen. Dann wäre sie in Sicherheit gewesen. Da kann es doch keiner einen Vorwurf machen. Vorsicht! Nichts anfassen! Es konnte doch kein Mensch ahnen, dass das so kommt. Allerdings, das konnte keiner ahnen. Aber mein lieber Junge, wenn ich rauskriege, welches Schwein das gemacht hat. Du glaubst doch nicht etwa. Was soll ich nicht glauben? Nichts. Er hat sich immer darüber geärgert, dass Albrecht Wieler ihren Bademantel angezogen hat. Heinz, komm mal her. Bevor das passiert ist, da hat sie hier noch einen Brief geschrieben. Aha. Genau, wie Albrecht. Ja, wie Albrecht, aber sie konnte ihn nicht mehr abschicken. Er bricht hier ab. Das sieht man ganz deutlich. Kannst du was lesen? Nein, nur Bruchstücke. Wollte ich nicht noch einen Meineid schwören? Mehr kann ich nicht lesen. Ist zu schwach. Wollte ich nicht noch einen Meineid schwören? Wer wollte nicht noch einen Meineid schwören? Vielleicht Wieler? Möglich. Auf jeden Fall hat sie was sehr Wichtiges erfahren. Wollte es mir sagen, dass ich nicht kam, da hat sie es aufgeschrieben. Es hat ihr wenig genützt, der andere war schneller. Was willst du tun? Polizei anrufen. Und was wird Dagner machen? Weiß ich nicht. Aber ich weiß, was passiert, wenn wir nicht anrufen. Und wenn sie uns einsperren? Was sollen wir sonst tun? Gut, ruf ihn an. Was jetzt? Sei ruhig. Jetzt werden Sie glauben, Sie haben uns auf frischer Tat ertappt. Halt den Mund. Komm. Nimm das. Ruf an, schnell. Nanu, was machen Sie denn hier? Ja, ich wollte Sie gerade anrufen. Das können Sie sich jetzt ja sparen. Wo ist Fräulein Behnken? Sie hat auf dem Kommissariat angerufen. Sie wollte mich sprechen. Ja, das geht nicht mehr. Warum nicht? Sie ist tot. Was? Sie ist tot. Erwürgt.